In diesem Video schauen wir uns an, wie der Grad einer Funktion mit der Anzahl der Nullen, Extrem- und Wendestellen zusammenhängt. Dafür sollten wir zuerst mal die Begriffe Nullstelle, Extremstelle und Wendestelle klären. Die Nullstelle ist der x-Wert, wo der Funktionsgraph die x-Achse schneidet. Bei der Extremstelle ändert sich die Monotonie einer Funktion. Das heißt, das ist der x-Wert, wo die Funktion beispielsweise von steigend in fallend übergeht oder von fallend in steigend übergeht. Unter Wendestelle verstehen wir die Stelle, wo die Funktion ihre Krümmung ändert. Es ist also die Änderung beispielsweise von einer positiven zu einer negativen Krümmung oder umgekehrt. Schauen wir uns gleich mal Funktionen von Grad 1 an. Funktionen von Grad 1 oder auch lineare Funktionen genannt, sind Funktionen, wie sie beispielsweise hier dargestellt sind. Beide Funktionen oder allgemein jede Funktion des Grades 1 hat genau eine Nullstelle, keine Extremstelle und auch keine Wendestelle. Gehen wir weiter zu Grad 2, also Funktionen, die x² als höchste Potenz haben. Eine Polynomfunktion hat entweder keine Nullstelle, so wie die Funktion g hier, eine Nullstelle, so wie die Funktion f, oder zwei Nullstellen, wie unsere Funktion h. Wir sprechen auch von Parabeln, wenn wir von Polynomfunktionen im zweiten Grades reden. Außerdem hat jede Funktion zweiten Grades immer eine Extremstelle und keine Wendestelle. Beim Grad 3 wird es schon etwas komplizierter. Eine Polynomfunktion dritten Grades kann nämlich entweder eine Nullstelle haben, das ist zum Beispiel die Funktion f oder wie bei der Funktion g, zwei Nullstellen haben, wie wir hier bei der Funktion i erkennen können, oder aber auch drei Nullstellen, wie hier bei der Funktion h. Den Fall, dass eine Funktion dritten Grades keine Nullstelle hat, den gibt es nicht. Wenn wir uns die Extremstellen anschauen, so erkennen wir, dass wir keine Extremstelle haben können, wie bei g und f der Fall ist. Hier handelt es sich um Sattelpunkte, also Wendestellen, die aber keine Extremstellen sind. Das heißt, wir können also keine Extremstelle haben oder aber zwei Extremstellen haben, so wie wir es bei der Funktion i und h sehen können. Auch hier gilt wieder den Fall, dass es eine Extremstelle gibt, den gibt es nicht. Außerdem hat eine Funktion dritten Grades immer genau eine Wendestelle. Hier wäre diese Wendestelle bei der Funktion i, hier beim Nullpunkt bei der Funktion h und hier hätten wir die Sattelstellen, also beim x-Wert 0, als Wendepunkte. Jetzt schauen wir uns noch den Grad 4 an und das ist auch schon der letzte Grad, der für euch für die Matura relevant ist. Eine Polynomfunktion vierten Grades kann keine, eine, zwei, drei oder vier Nullstellen haben. Hier haben wir also alle Optionen, die möglich sind, von 0 bis 4. Sie kann keine Nullstelle haben, maximal vier Nullstellen. Keine Nullstelle, diesen Fall sehen wir zum Beispiel hier bei der lilanen Funktion. Auch eine Nullstelle ist möglich, wie die Funktion g hier symbolisiert. Zwei Nullstellen haben wir beispielsweise bei der Funktion j. Drei Nullstellen, diesen Fall sehen wir hier bei der grauen Funktion i, aber auch vier Nullstellen sind möglich, wie wir hier an der Funktion f erkennen können. Außerdem kann eine Funktion vierten Grades eine oder drei Extremstellen haben. Eine Extremstelle, diesen Fall haben wir hier bei einer Funktion, die einen Hoch- oder Tiefpunkt und zusätzlich noch einen Sattelpunkt hat. Oder eben bei den Potenzfunktionen vierten Grades, die annähernd parabelförmig aussehen. Auch drei Extremstellen sind natürlich in diesen Fällen, wo sie m- oder w-förmig sind oder eine ähnliche Form haben wie diese Funktion i hier, sind drei Extremstellen möglich. Bei den Wendestellen gilt, eine Funktion vierten Grades hat immer zwei oder keine Wendestelle. Zwei Wendestellen, das sehen wir hier bei der Funktion j beispielsweise. Da hätten wir hier eine Wendestelle, schwer zu erkennen, aber wir sehen hier, es geht von einer negativen hier in eine positive über
und ändert dann hier nochmals ihr Krümmungsverhalten an dieser Sattelstelle. Auch diese Funktion hier hat zwei Wendestellen, die Funktion I, und auch bei der Funktion F können wir zwei Wendestellen genau zwischen den Extremstellen erkennen. Schauen wir uns dazu auch noch ein Beispiel aus der Matura an. Wir sollen hier die zutreffenden Aussagen ankreuzen. Die Polynomfunktion f ist vom Grad so und so, weil f genau hat. Wir können zuerst mal uns die Nullstellen dieser Funktion anschauen. Die Funktion hat zwei Nullstellen. Sie könnte also vom Grad 2, vom Grad 3 oder vom Grad 4 sein. Die Funktion hat eine Extremstelle. Das heißt, Grad 2 und Grad 4 kommt in Frage, denn wir wissen, eine Polynomfunktion dritten Grades könnte nicht eine Extremstelle haben. Nun können wir uns noch die Wendestellen anschauen. Hier sehen wir dann, dass die Funktion ausschließlich vom Grad 4 oder größer sein kann. Denn wir sehen hier die erste Wendestelle, negativ gekrümmt. Ab hier geht es über in eine positive Krümmung. Positiv gekrümmt. Ab hier geht es über in eine negative Krümmung. Hier haben wir dann eine Wendestelle und hier startet wieder die positive Krümmung. Das heißt also, wir haben hier eine Wendestelle und hier die zweite Wendestelle. Und mit zwei Wendestellen wissen wir, die Funktion muss auf jeden Fall einen größeren Grad als 3 haben. Und noch zu einem anderen Beispiel. Wir haben eine reelle Funktion der Form f von x ist ax hoch 3 plus bx² plus cx plus d, wobei die Koeffizienten jeweils reelle Zahlen und a ungleich 0 sein sollen. Wir sollen nun die richtigen Aussagen ankreuzen. Die erste Aussage, jede Polynomfunktion dritten Grades hat immer zwei Nullstellen, stimmt nicht, denn wir haben auf der vorigen Folie gesehen, dass es Polynomfunktionen dritten Grades auch Funktionen gibt, die nur eine Nullstelle haben und auch jene, die drei Nullstellen haben. Die zweite Aussage wiederum stimmt. Denn, wie wir gesehen haben, hat jede Polynomfunktion dritten Grades genau eine Wendestelle. Schauen wir uns die dritte Aussage an. Jede Polynomfunktion dritten Grades hat mehr Nullstellen als lokale Extremstellen. So stimmt diese Aussage auch nicht. Denn es gibt durchaus Funktionen, die beispielsweise genau zwei Extremstellen und auch genau zwei Nullstellen haben. Jede Polynomfunktion dritten Grades hat mindestens eine lokale Maximumstelle. Das stimmt auch nicht, denn wir haben gesehen bei den Potenzfunktionen dritten Grades, dass diese Funktionen keine Extremstelle aufweisen. Dafür stimmt aber wieder die fünfte Aussage. Jede Polynomfunktion dritten Grades hat höchstens zwei lokale Extremstellen, denn zwei lokale Extremstellen ist das Maximum an Extremstellen, das eine Funktion dritten Grades erreichen kann. Handelt es sich bei einer Funktion um drei Extremstellen, so muss sie mindestens von Grad 4 sein. Und das war es auch schon zu diesem Thema.